Ja, jetzt ist es soweit. Wir sind in Tokio. Es hat dann doch irgendwie alles ein bisschen länger gedauert, als ich gedacht habe. Also wir sind, glaube ich, vom Landen bis, dass wir wirklich dann im Dorf waren, hat es dann doch fast 7 Stunden gedauert. Es gibt viele Kontrollen und wir haben das alles gut überlebt und wir sind alle durchgekommen durch die Kontrollen und das ist die Hauptsache. Unsere Anreise war eigentlich sehr gut. Es ist alles nach Plan verlaufen. Für mich persönlich war es sehr angenehm. Ich habe Gott sei Dank 9 Stunden lang im Flieger schlafen können. Und dann die Einreise in Tokio am Flughafen ist auch relativ zügig gegangen. Was ich als erstes gemacht habe, ist Essen gegangen. Und das Essen war sehr, sehr gut. Also ich glaube, da werden wir uns die ganzen Wochen, die wir hier sind, schon jeden Tag was Gutes finden. Das gefällt mir sehr gut da. Im ersten Moment war ich ein bisschen erschlagen, weil es echt riesig ist. Aber nach der Zeit findet man sich schnell zurecht und es ist echt cool da. Die Zimmer gefallen mir sehr gut. Wir haben relativ viel Platz, jeder hat sein eigenes Zimmer. Wir haben unseren gemeinsamen Aufenthaltsraum sozusagen und ein Bad. Wir haben eine kleine Tennis-WG, wo jeder Tennisspieler sein eigenes kleines Einzelzimmer hat und wir uns im Wohnzimmer treffen können. Also wir haben schon unseren Tennis-Spirit bei uns in der Wohnung. Und natürlich die berühmten Kartonbetten mussten auch schon ausprobiert werden und sie haben sich trotzdem sehr angenehm angefühlt. Also uns fehlt es da eigentlich an nichts.